habe einfach das Video komplett fertig gedreht. Dachte mir so, schön entspannen, jetzt schön lesen. Ja, schaue ich drauf, Speicher voll. Wir sehen auch das komplett positiv und alles passiert aus einem bestimmten Grund. Deswegen lasse ich mich daran jetzt gar nicht so sehr aufhängen und starte einfach erneut in das. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Sit-Down-Video. Ich freue mich richtig, dass du diesmal wieder eingeschaltet hast und wir werden heute über die Chakren sprechen. Ich freue mich da richtig drüber, weil es einfach ein Thema ist, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt bzw. begleitet. Und das war so das zweite Thema, womit ich mich in der Spiritualität beschäftigt habe. Und da möchte ich dir heute auf jeden Fall ein bisschen mehr Einblick geben. Ich habe dieses Video jetzt schon zweimal gefilmt bzw. angefangen. Und ich habe gemerkt, wie komplex dieses Thema ist. Und dass ich das nicht schaffe, das in ein Video zu packen. Das ist so viel. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde einfach immer ein Chakra erklären. Wir haben insgesamt 7 Hauptchakren. Heißt, es wird ein. Ich muss mich mal ganz kurz wieder sammeln. Ich habe seit 2,5 Wochen einfach so einen starken Husten. Und was das Ganze mit Chakren zu tun hat, erfahrt ihr auch noch. Aber deswegen habe ich manchmal vielleicht gläserige Augen oder muss husten. Schneid was raus, nur dass ihr damit Bescheid wisst. Ich dachte mir, wir starten heute einfach mal mit dem Wurzelchakra und was Chakren sind, warum Chakren wichtig sind, was einfach mal, also diese Basics und das Wurzelchakra, um da einfach mal reinzukommen. Zuallererst möchte ich dir erklären, warum es denn überhaupt wichtig ist, dass man seine Chakren ausgleicht, weil was oder was passiert, wenn man es nicht tut. Chakren sind Energiezentren in unserem Körper und diese Energiezentren könnt ihr euch so vorstellen, wie bei so einer Wasserspiel an so einem Wasserspielplatz und da sind immer solche Pfosten drinnen, die dieses Wasser unterbrechen. Und so könnt ihr euch die Chakren vorstellen, wenn ein Chakra zu ist, ein Chakra nicht so weit geöffnet ist, fließt dort das Wasser etwas weniger durch, etwas langsamer oder ist komplett blockiert. Darauf achten, dass alle geöffnet sind und unsere Lebensenergie einfach reibungslos durchfließen kann, weil einfach nur wenn wir in unserer vollen Energie sind, unser Potenzial richtig nutzen können. Und deswegen ist es super, super wichtig. Und jetzt mal zu dem, was sind Chakren überhaupt? Chakren, wie ich gerade schon erwähnt hatte, sind Energiezentren in unserem Körper. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Energiezentren in unserem Körper, aber man hat sich so mehr oder weniger darauf geeinigt, dass es 7 Hauptzentren gibt. Und diese 7 Hauptzentren befinden sich entlang der Wirbelsäule. Wir haben Chakren an unseren Händen, wir haben Chakren an unseren Füßen und auch dort wieder diese festgelegten 7. Ihr könnt euch das so vorstellen, diese Energiezentren sitzen entlang unserer Wirbelsäule. Vom Steißbein bis zu unserem Kopf bzw. über unserem Kopf. Und ich dachte mir, ich habe hier so ein schönes Foto, dass ich euch das einfach mal kurz zeige. Genau, ich hoffe, man erkennt da alles. Also ich werde euch das mal ganz kurz zeigen. Genau, also wir haben im Prinzip, wir haben einmal das Wurzelchakra, das hat die Farbe Rot und es sitzt über unserem Steißbein. Wir haben das Sakralchakra, das sitzt unter unserem Bauchnabel, im Bereich unserer Gebärmutter und so weiter, ist auf jeden Fall das Sakralchakra in der Farbe Orange. Dann haben wir das Solarplexuschakra, was in der Farbe Gelb ist und überhalb unseres Nabels sitzt. Das grüne Chakra ist das Herzchakra und befindet sich bei unserem Herzen. Und das hellblaue Chakra ist das Halschakra bzw. das Kehlkopfchakra und befindet sich am Hals. Dunkelblau oder lila ist unser drittes Auge, was sich auf der Stirn befindet. Und lila, helllila, weiß, Regenbogenfarben befindet sich unser Kronenchakra überhalb unseres Kopfs.
In jedem Chakra geht es auch wirklich um ein anderes Thema in unserem Leben. Also jedes Chakra hat so seinen eigenen Bereich, was es so macht. Ich werde euch einen kurzen Überblick geben, damit man da einfach so eine kleine Zusammenfassung hat. Und auf alles Weitere werden wir in den nachfolgenden Videos auf jeden Fall eingehen. Wurzelchakra ist eben unser Steißbein, hat die Farbe Rot und da dreht sich alles um das Urvertrauen und Vertrauen dem Leben gegenüber und wie fest unsere Wurzeln im Boden sind. Sakralchakra befindet sich in der Höhe unserer Gebärmutter. Unser Sakralchakra befasst sich mit den Themen Lebensfreude, Lust, Sexualität und alles, was so in diesem Bereich mit dazugehört. Das Solarplexus-Chakra über unseren Bauchnabel ist vor allem für unsere Energie und für unser Bauchgefühl zuständig. Hier bildet sich auch unser Mut, unser Selbstvertrauen und unsere Disziplin. In unserem Herzen geht es vor allem darum, dass man hier Freude, Liebe, Leichtigkeit, Dankbarkeit, all das findest du im Herzen. Unser Kehlkopfchakra, Inspiration, Wahrheit, Offenheit. Ich bin da auch gerade dran herauszufinden, was ich hier verbessern darf, damit mein Husten und mein Hals wieder besser wird. Stirnchakra, das ist dann unser drittes Auge. Falls ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, lasst mich das super gerne wissen. Ich finde das super interessant und auch hier mit der Zirbeldrüse zusammenhängend. Unserem dritten Auge geht es viel um unsere Intuition, aber auch um sowas wie Hellsehen, um das Manifestieren, um alles, was so dieses Geistliche einfach ein bisschen mehr betrifft. Und das Kronenchakra, was überhalb unseres Kopfes ist, steht einfach für das Erwachen, für das helle Bewusstsein, für kein Ego, für Licht, Liebe, Frieden, Akzeptanz, ist einfach dort. Und ihr merkt schon, dass es so ein bisschen verschieden ist. Also diese unteren drei Chakren, heißt Wurzelchakra, Sakralchakra, Solarplexuschakra, Rot, Orange, Gelb, ist eher so das, was so das Körperliche ist. Herzchakra ist das, was beides miteinander verbindet. Und Kehlkopfchakra, drittes Auge und die Krone sind eher so die Sachen, die so in der geistlichen Welt eher sind. Ich werde jetzt darauf eingehen, was für Themen das Wurzelchakra betrifft, woran man erkennt, dass man Probleme im Wurzelchakra hat und was man dafür tun kann. Dafür werde ich als Unterstützung dieses Buch mit zur Hand nehmen, weil es einfach super viel Infos in kurzer Form beinhaltet. Und um da auch nicht wirklich wichtige Punkte zu vergessen, werde ich ab und zu mal mit reinsplitzen, ganz kurz nochmal reinzukommen. Unser Wurzelchakra liegt auf der Höhe unseres Steißbeins und es hat die zentralen Lebensthemen Erde und Wurzeln, der Körper, auch das Verhältnis zu unserem Körper, unsere Nahrung, dementsprechend auch mit dem Essverhalten, Essstörungen und so weiter, dem Urvertrauen, dem Vertrauen im Allgemeinen zu mir, anderen gegenüber, die Sicherheit, die Herkunft, die Beziehungen zur materiellen Welt, unser Zuhause, Selbstvertrauen, Selbstwert, Akzeptanz, Kontrolle, Loslassen, aber auch die Werte sind sehr, sehr, sehr entsprechend und entscheidend für die Bildung unseres Wurzelchakras. Das sind Themen, die einfach in unserem Wurzelchakra sehr präsent sind. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Wurzelchakra die Wurzeln eines Baumes repräsentiert. Und ja, je nachdem, wie fest deine Wurzeln sind, desto stabiler ist auch der Stamm und die Blüten und die Blätter von dem Baum. Und ja, du kannst ja dich selber gerne mal fragen, wie fest stehst du im Leben? Werfen dich Dinge schnell aus der Bahn? Und wenn ja, weißt du warum? Oder denkst du dir, wo kam das denn jetzt her? Wieso hat mich das jetzt so sehr getroffen? Kannst du anderen Leuten vertrauen? Hast du das Vertrauen in dich selber? Es sind einfach so viele Themen, die alles das Wurzelchakra betreffen und da werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen weiter eingehen. Das Unterbewusstsein bildet sich ebenfalls im ersten und im zweiten Chakra, heißt im ersten und zweiten Lebensjahr. Und unser Unterbewusstsein kann sich an alles erinnern, unser Unterbewusstsein weiß alles und unser Unterbewusstsein nimmt vor allem in den ersten Jahren unseres Lebens alles auf. Wir können noch nicht unterscheiden, ob es richtig ist, was unsere Eltern sagen, tun oder machen oder ob es falsch ist. Wir nehmen einfach das an, um zu überleben. Wir müssen als Kleinkinder müssen wir unseren Eltern vertrauen, dass sie wissen, was sie machen, weil wir einfach nicht wissen, was wir machen. Deswegen müssen wir Leuten, Eltern,
Betreuern im Kindergarten, Lehrern, wem auch immer, muss man vertrauen, weil du noch nicht selber weißt, was richtig und was falsch ist. Auch das Thema Vertrauen und je nachdem, was du auch vielleicht in deiner Kindheit erlebt hast, bildet sich das vielleicht eher positiv oder auch eher negativ auf dich aus. Aber wir können an allem arbeiten, heißt, man muss jetzt nicht sagen, ich habe das und das Schlimme zum Beispiel erlebt oder ich habe auch nichts Schlimmes erlebt. Trotzdem ist es unausgeglichen. Man kann an allem arbeiten, wenn man das möchte. Viele Probleme, die mit einem unausgeglichenen Wurzelchakra zusammenhängen, sind Schlafstörungen, sind Vertrauensprobleme, auch Ängste, Depressionen, sind Kontrollverluste. Also wenn man wirklich Angst davor hat, die Kontrolle abzugeben, wenn man nicht in den normalen Bereich Angst hat, sondern vielleicht schon selber merkt, okay, ich habe in gewissen Punkten mehr Angst als andere in gewissen Dingen und das ist nicht normal, kann man eben daran auch sehen, okay, vielleicht kann ich an meinem Wurzelchakra einfach ein bisschen was machen und was dafür tun, dass ich ausgeglichener bin. Lass mich hier mal ganz kurz durchblättern. Gerade auch im Bereich Essstörungen, da ich das Wurzelchakra oder in der Zeit, in der das Wurzelchakra gebildet wird, man lernt mit der Nahrung auch umzugehen, mit der Nahrung, die man bekommt, wie man Nahrung bekommt, lernt man dort auch ein Verhalten zum Essen. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele Essstörungen entstehen auch hier und daran kann man auch was machen. Und ja, genau, auch sehr viel mit Selbstliebe und Selbstwert hat auch sehr viel hiermit zu tun. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, das Wurzelchakra hat auch mit der Affirmation I am, ich bin, zu tun, weil hier alles gebildet wird, was du denkst, was du bist. Hier wird auch unser Ego gebildet. Unser Ego ist nicht immer gut. Für die Leute, die sich schon mehr mit der Spiritualität beschäftigen, strebt man an, kein Ego mehr zu haben. Aber hier wird so unser Ego gebildet. Das, was wir glauben, was wir sind, was wir können, was wir nicht können, worin wir gut sind, worin wir schlecht sind. Alles, was du bist oder denkst, dass du bist, wird hier gebildet. Ich würde gerne euch ein paar Punkte bzw. Probleme zeigen, auflisten, die mit einem Ungleichgewicht in Zusammenhang hängen, damit ihr einfach für euch selber entscheiden könnt, okay, könnte es sein, dass ich Probleme mit meinem Wurzelchakra habe. In erster Linie würde ich einfach mal über diese zentralen Themen nachdenken, die ich euch gesagt habe, sei es Urvertrauen, sei es Ängste, sei es Kontrolle, Selbstvertrauen, Erde, Wurzeln, mein Körper. Wie stehst du im Zusammenhang mit diesen Themen? Was löst es in dir für ein Gefühl aus, dass du einfach da selber mal so in dich hineinhörst und sagst, okay, habe ich mit diesen Themen vielleicht mehr Probleme als wie mit anderen Problemen von anderen Chakren, worauf wir in den nächsten Videos eingehen werden. Es gibt eine Unterfunktion und es gibt eine Überfunktion. Entweder kommt zu wenig Energie durch oder du hast richtig viel Energie dort. Und auf beiden Seiten, wir wissen, Extreme sind nie gut. Deswegen ein schönes Gleichgewicht ist immer das, was wir, sage ich jetzt mal, anstreben und was auch gesund ist. Und da werde ich euch jetzt auf jeden Fall ein paar Punkte zu der Unterfunktion sagen und auch ein paar Punkte zur Überfunktion. Zur Unterfunktion kann man auf jeden Fall sagen, dass sich das äußert durch angstvoll, Nervosität, dass man unruhig ist, dass man sich nicht entspannen kann und nicht ausruhen kann, man sich getrennt von Körper fühlt, eine mangelnde Identifikation mit seinem eigenen Körper hat, man nicht so richtig schlafen kann, irgendwie unruhig schläft, nicht einschlafen kann. Dann hat man das Gefühl, dass man über alles nachdenken muss, dass man alles zerdenken muss, so ein richtiger Overthinker und zwar nicht nur in ein, zwei Themen, sondern wirklich, dass man alles überdenkt und hier und was ist, wenn ich da mache und hier und da. Deswegen, das könnte auch ein Indiz dafür sein. Auch das Gefühl des Getrenntseins und von der Mutter Natur, sagt man einfach, von der Natur, und man eine gewisse Ignoranz entwickelt hat.
Und dann müsst ihr wirklich sehr, sehr ehrlich zu euch sein und nicht sagen, wie wirkt es auf andere, sondern einfach, okay, muss ich mir vielleicht eingestehen, dass ich in gewissen Themen so und so bin, handle oder was auch immer. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, sobald ihr Probleme, Schmerzen in diesem Bereich des Chakras habt, heißt im Bereich des Steißbeins. Beim Steißbein ist es vor allem so, oder beim Wurzelchakra, dass alles, was unterhalb des Chakras liegt, auch zu diesem Chakra dazugehört, heißt Knie, Beine, Füße. Wenn ihr Probleme in diesem Bereich ab dem Steißbein nach unten hin habt, dann kann es Anzeichen auf ein Problem mit dem Wurzelchakra haben. So hat jedes Chakra seinen eigenen Bereich und seine eigenen Körperteile. Und wenn man jetzt sagt, man hat immer Knieschmerzen, man weiß nicht, woher das kommt, dann kann man auch mal gucken, hey, okay, könnte es sein, dass es an meinem unausgeglichenen Wurzelchakra liegt. Das erste Chakra in der Überfunktion ist, wenn man übermäßig an Dingen hängt, wenn man übermäßig viel konsumiert, heißt, wenn man viel shoppen geht, wenn man einfach so viele Konsumgüter braucht, wenn man nicht loslassen kann von Dingen, auch von körperlichen und materiellen Dingen. Also da ist es egal, ob es ein körperliches Bedürfnis oder ein materieller Gegenstand ist. Man häuft es an und man will immer mehr und man gibt sich auch nicht so zufrieden mit dem, was man hat. Man kann auch unter Depressionen leiden, unter Selbstzweifeln, unter einem Energiemangel, unter einer mangelnden Disziplin, Orientierungslosigkeit, Verstopfung, Loslassen fällt schwer. Gerade auch so Darmerkrankungen und so haben auch sehr viel mit dem Wurzelchakra zu tun, weil es einfach in diesem Bereich liegt. Suchtartiges Essen und Knochenerkrankungen, Zahnprobleme, Diabetes, kann auch alles hierher kommen. Ich gebe euch gleich noch ein paar Punkte mit, wie denn so ein Chakra in Balance aussieht. Was für Punkte für ein ausgewogenes oder ausgeglichenes Chakra zählen. Man fühlt sich einfach wohl in seiner Haut, in seinem Körper. Man macht sich nicht die Vorwürfe, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Ist man gut mit seinem Essen? Hat man ein gutes Gefühl beim Essen? Fühlt man sich wohl? Fühlt man sich auch wohl zu Hause? Ist das Zuhause ein Ort, wo man sich wohl fühlt? Sind die Menschen um einen herum? Kannst du anderen Leuten vertrauen? Hast du gesunde Routinen? Bist du geerdet? Bist du ruhig? Bist du friedlich? Weißt du, wie du wieder zurückkommst, wenn du mal eine stressige Zeit hattest? Wie kannst du entspannen? Wie kannst du loslassen? Was auch hierzu gehört, ist ein gewisser Lebenswille, du weißt, was du willst und wohin du möchtest. Du stehst einfach mit beiden Beinen im Leben und du weißt, was du möchtest. Du weißt, was dir gut tut. Du weißt, was dir nicht gut tut, du weißt, was du kannst, was du nicht kannst. Dann würde ich auch gleich schon zu den Dingen übergehen, wie man denn so ein Wurzelchakra heilen kann. Ich möchte nicht sagen, dass du einmal eine Sache machst und dann ist dein Wurzelchakra geheilt. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass du es einmal tust und dann ist es geheilt. Sondern es ist einfach ein stetiger Prozess und du musst es einfach in dein Leben mit einbinden. Und klar, wenn du lernst, dir zu vertrauen, dann wirst du das nicht wieder unbedingt verlernen, aber du musst ja trotzdem drauf, mehr bewusst drauf achten, als wie auf Dinge, die sowieso schon unbewusst laufen. Deswegen ist es trotzdem so, dass du da immer wieder gucken musst, okay, mache ich noch genügend dafür, müsste ich mal wieder ein bisschen mehr hier machen. Deswegen, dafür kannst du auch super Neumond und Vollmond nutzen, einfach wieder um so zu gucken, okay, wie ist gerade so der Stand in meinem Körper, in meinen Energiezentren? Habe ich was, wo ich gerade merke, da muss ich wieder ein bisschen mehr Fokus hinwenden? Da kannst du einfach das sehr gut auch als Reflexion benutzen. Genauso wie die Journal-Fragen, die jetzt dann auch demnächst kommen. Als allererstes, was mir sofort einfällt, wenn ich an das Wurzelchakra denke, ist Barfußlaufen. Einfach, um in Kontakt mit der Erde zu kommen, um dich zu erden. Oder mach Gartenarbeit, wühl deine Pflanzen um, bau Gemüse an, bau Obst an, geh raus, töpfer, mach irgendwas mit Erde, mit Schlamm, mit Wiese, geh einfach raus in die Natur und sei in der Natur und verbinde dich auch mit ihr. Du kannst einen Baum umarmen, wenn dir das vielleicht ein bisschen zu blöd ist, da bin ich auch noch nicht ganz so, dass ich sage, boah, mega. Also ich mache das schon.
verrate uns keinen. Aber ich mache das jetzt nicht, wenn ich mit irgendwie Freunden unterwegs bin und sage, oh mein Gott, ich muss jetzt einen Baum umarmen. Sondern ich bin dann halt, weiß ich nicht, wenn ich mit meinem Freund bin, dann sage ich so, du, ich muss jetzt mal den Baum umarmen. Dann schaut er mich an und denkt so, was ist jetzt schon wieder mit der los? Aber wisst ihr, einfach macht es bei Leuten, wo euch das egal ist oder wo ihr euch wohlfühlt oder wenn ihr allein unterwegs seid, ihr müsst den ja auch nicht so umarmen, sondern ihr könnt ihr euch auch einfach, was ich richtig gerne mache, dass ich mich mit dem Rücken einfach so an den Baum dran setze. Dann bin ich so, okay, ich sitze da, dann genieße ich und schaue mir die Natur an, bin einfach in dem Moment präsent und visualisiere auch, dass dieser Energiestrom vom Baum durch mich hindurch geht und mich auflädt, alles Negative wird an die Erde abgegeben und alles Positive werde ich wieder aufziehen, dass man einfach damit so ein bisschen variiert. Genau, aber wenn ihr sagt, ey, ich töpfer richtig gerne, mir macht das voll Spaß, dann baut sowas mehr ein. Es kommen auch gleich noch ein paar Alltagstipps. Aber ja, so barfuß laufen in der Natur, richtig gut. Auch super hilft, sind einfach verschiedene Yoga-Übungen. Jetzt auch ganz viele verschiedene YouTube-Videos. In diesem Buch werden auch verschiedene Yoga-Übungen gezeigt oder auch ein Yoga-Flow. Finde ich auch echt schön, um sich da mal so zu entspannen. Das sind so entspannte Übungen, die einfach für gewisse Bereiche an deinem Körper sehr wohltuend sind und dich darin unterstützen, deinen Chakra auszugleichen. Also das könnt ihr auch sehr, sehr gerne machen. Was auch super hilfreich ist, dass ihr eine gewisse Atmung verfolgt, dass ihr Atemübungen macht für dieses Chakra. Man kann auch Chanten, heißt es so? Also es sind auf jeden Fall so Om und sowas ist ja auch eine Art von, ich weiß nicht, sagt man Chanten? Chantren? Bitte, ich weiß es nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall auch verschiedene Wörter und diese Wörter haben eine verschiedene Vibration und diese Vibration bewirkt wieder was in deinem Körper. Deswegen ist auch Musik super, super gut für die verschiedenen Bereiche einfach, weil diese Musik eine Frequenz ausstrahlt, die sehr wohltuend und sehr gut für die gewissen Chakren ist. Jetzt kommen wir zu unseren Journal-Fragen. An der Stelle einfach mal kurz unterbrichst, irgendwas zum Schreiben holst, weil es wichtig ist bei dieser Übung, dass du einfach auf das vertraust, was direkt aus deinem Unterbewusstsein kommt und das sind die allerersten Gedanken, die aufkommen, wenn du diese Frage hörst, weil das einfach die Sachen sind, die dein Unterbewusstsein dir sagt und oft, wenn wir zu lange über eine Frage nachdenken, denken wir uns die schön oder wir denken sie uns anders, als sie tatsächlich ist. Und deswegen ist es super wichtig, dass du da jetzt vor allem ehrlich mit dir selber bist und ehrlich auf diese Fragen antwortest. Wo und bei wem fühlst du dich zu Hause? Was ist deine größte Angst? Wie verbindest du dich mit der Natur? Verbringst du gerne Zeit in der Natur? Wie definierst du dich selber? Beginne mit Ich bin und schreibe intuitiv alles auf, was dir danach einfällt. Schreibe 10 Dinge auf, die du an dir magst. Inwiefern hast du dich mit deiner Familiengeschichte auseinandergesetzt? Was weißt du von den Vorfahren deiner Großeltern? Wie sind sie aufgewachsen und was hat das Leben deiner Eltern geprägt? Gibt es Rituale in deiner Familie, die du gern fortführen möchtest? Welche Werte sind dir wichtig und welche Werte möchtest du deinen Kindern weitergeben? Wer oder was gibt dir das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit? Wo und bei wem fühlst du dich zu Hause? Ich hoffe, dass du diese Fragen für dich beantworten konntest und wenn nicht, dann vielleicht ist es auch eine gute Anregung, einfach da mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Einige Affirmationen, um dein Chakra wieder auszugleichen, sind Ich bin hier, ich bin jetzt, ich bin verbunden mit der Erde, ich bin unterstützt, ich vertraue, ich lasse Altes los, ich bin in Sicherheit, ich bin genug, ich liebe und akzeptiere meinen Körper ganz genau so, wie er jetzt ist, ich darf Kontrolle loslassen. Und da merkt ihr auch, das hat alles was mit Ich bin zu tun, weil in dem Wurzelchakra sich einfach alles darum dreht.
eine super schöne Art, wie man seine Chakren unterstützen kann beim Ausgleichen, sind Kristalle. Ich trage die super gerne, wenn ich merke, ich habe irgendwo was, ne, dann schaue ich mir mal, welcher Kristall passt jetzt. Aber bei den Chakren ist es auch super leicht. Ihr geht einfach nach der Farbe. Je nachdem, in dem Chakra, was ihr unterstützen möchtet, tragt ihr einfach einen Kristall in der Farbe. Dann ist relativ egal, um welcher Stein genau was bewirkt, weil die Farben sind schon so darauf ausgelegt, dass es dazu passt. Das ist ja nicht so, als hat sich das irgendwer ausgedacht und hat den Stein rot angemalt, sondern es ist ja alles so viel größer, als wir glauben und als wir wissen. Und deswegen dürfen wir auch dort darauf vertrauen, dass das richtig ist. Auch ein Tipp zum Kristalle shoppen, wenn ihr so einen Steineladen habt und ihr euch überhaupt nicht auskennt, geht einfach rein, schaut euch die Steine an. Der Stein, der sich für dich richtig anfühlt, der für dich ist, boah, ich will den anfassen, ich will den mit nach Hause nehmen, der fühlt sich gut an, den finde ich schön. Dieser Stein wird dich in deiner aktuellen Situation zu 100% unterstützen. Wenn du nachträglich nachschaust, was dieser Stein wirklich für eine unterstützende Wirkung für dich hat oder was dieser Stein bewirkt, wirst du merken, dass er genau für das Thema ist, was du gerade brauchst. Das hat auch sehr viel mit unserem Unterbewusstsein und der Intuition zu tun. Aber ja, genau, deswegen sehr viel rote Steine, braune Steine, schwarze Steine sind alles für unser Wurzelchakra. So, dann gehen wir mal über zu den Alltagstipps und Tricks, wie man das im Alltag so ein bisschen auffrischen kann. Zum einen könnt ihr Klamotten tragen in der Farbe des Chakras, das heißt, ihr zieht euren roten Pulli an oder ihr habt rote Schuhe. Ihr könnt auch rote Lebensmittel essen, rote Beete, Karotten und so weiter. Alles, was vor allem auch in der Erde ist. Gemüse, was in der Erde wächst, heißt Kartoffeln, Süßkartoffeln. Sowas ist richtig, richtig gut für dich, weil das in der Erde wächst und das ja wieder mit diesen Wurzeln zu tun hat. Wurzelgemüse, richtig gut für euch. Und schaut auch hier, dass ihr eher warm esst als kalt, dass ihr eher Tees trinkt, dass ihr Kurkuma trinkt, dass ihr Chai trinkt, dass ihr das möglichst mit Hafermilch trinkt. Spazieren gehen, Baum umarmen, barfuß laufen, Wechselduschen, geh wandern, Berge, am Meer, Pilgerreise, fang an zu töpfern. Umgib dich mit Pflanzen, kreiere ein positives Körperbewusstsein mit Hilfe von Sport, aber auch Ernährung. Guck, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper. Vielleicht sind es auch Klamotten, die dir ein besseres Gefühl geben. Mach vielleicht so Dinge, die dir zeigen, dass du Selbstvertrauen haben kannst, dass du anderen Menschen vertrauen kannst, dass du, wenn du sagst, du räumst morgen dein Zimmer auf, dass du dein Zimmer auch wirklich aufräumst, weil du damit dir selber beweist, du kannst dir selber vertrauen und das stärkt dein Selbstvertrauen. Dann tanze ein bisschen, beweg deinen Körper, mach, hier steht jetzt afrikanischer Tanz, also einfach kraftvolle Bewegungen, jetzt nicht unbedingt Ballett, sondern wirklich kraftvolle Bewegungen, vielleicht ein bisschen Hip-Hop oder so. Ich habe beim Hip-Hop getanzt, ne, sieht man. War richtig schlecht. Gar kein Körperbewusstsein gehabt. Genau, auf jeden Fall. Oder ihr schaut euch den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang an, was ja auch super schön ist und nicht eine richtige Aufgabe ist, aber es gut tut. Trinken regelmäßige, warme, erdende, nährende Gerichte. Gekochte Karotten, Kartoffeln, rote Beete, Kürbis, Süßkartoffeln, mildes, wärmendes Curry, Reis, Milchreis, dann bevorzugt mit Hafermilch, steht auch da. Warme Äpfel, Birnen, Kartoffelbrei und so weiter. Stehen auch echt super viele Gewürze drin, die man benutzen kann und so. Also ich kann euch dieses Buch echt richtig gut ans Herz legen. Das ist einfach für mich so eine gute Zusammenfassung. Wenn ich sowas nachschlagen will, dann schaue ich halt hier rein, ne? Weil ich das super kompakt finde und da sind alle Informationen drin. Ich glaube, soweit war es das. Ich habe beim ersten Video viel mehr geredet, aber ich glaube, dass ich trotzdem alles gesagt habe. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, euch hier so einen kleinen Rundumblick zu geben. Und ich hoffe, dass ich vielleicht eine Inspiration euch sein konnte, ein bisschen ein paar Themen anschneiden konnte, euch ein paar Punkte geben konnte, dass ihr vielleicht herausfindet, warum ihr
manchmal so seid, wie ihr seid, oder dass ihr vielleicht auch einfach Ideen dafür bekommt, welches Chakra bei euch unausgeglichen ist, und ihr euch sozusagen nur das Video anschauen müsst, ohne euch erstmal damit auseinanderzusetzen, sondern dass ihr euch einfach das gemütlich macht, euch einen Tee macht, euch das anschaut und wenn es euch dann interessiert, einfach noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Genau. Und ich kann euch auf jeden Fall sehr doll diese drei Bücher empfehlen. Also das war das allererste Buch, was ich dazu gekauft habe. Super leicht geschrieben, super kurze Beispiele. Super Einstiegsbuch, das habe ich eben geschenkt bekommen und sehr informativ, sehr tiefgehend auch, also wirklich gut erklärt, sehr ausführlich erklärt, viele Übungen, viele Beispiele, richtig tolles Buch. Und dann eben dieses Yoga-Chakra-Buch, wo ich sehr gerne einfach drin rumblätter und mir nochmal so gucke, okay, was wollte ich jetzt, okay, hier und da. Dafür finde ich das einfach super. Und ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn du Fragen hast, schreib super gerne in die Kommentare, schreib mir super gerne eine Insta-DM-Nachricht und ich werde sofort antworten. Wenn es Fragen sind, die vielleicht sogar mehreren Leuten helfen können, schreibt es gerne in die Kommentare hier. Wenn ihr Anregungen habt für das nächste Video, worauf ich mehr eingehen soll, schreibt mir es auch super gerne, dann werde ich es auf jeden Fall im Sakral-Chakra-Video mit einbringen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wundervollen Tag noch und bis zum nächsten Mal.